Heute heißt es Abschied nehmen von Bell Rock. Sind wir wieder. Willkommen zu einer neuen Folge rund um Rust und Rhein. Angesichts des Endes der Hauptsaison 2012 des Europaparks hatten wir uns eigentlich vorgenommen, einen Blick ins nächste Jahr zu werfen mit den neuen und geplanten Attraktionen für die Saison. Aber bis jetzt gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Also der Europapark erweitert im Moment den Botterdom, das gilt allerdings schon für die Weihnachtssaison 2012. Da wird ein historisches Karussell untergebracht, das man teuer ersteigert hat. Und für 2013 ist bis jetzt nur angekündigt, dass der Märchenwald erweitert wird. Abschnitt 1 vom Märchenwald wurde ja bereits 2011 eröffnet. Nun mag es Menschen geben, die sagen, 2013? War da nicht was? Ist es nicht sinnlos, einen Ausblick ins Jahr 2013 zu machen, weil doch die Welt am 21. Dezember 2012 untergehen sollte, so wie es die Maya vorausgesagt haben? Nun, wir bei der Erlebnispostille können sowas nicht einfach so stehen lassen. Wir fühlen uns dem journalistischen Ethos verpflichtet, hier investigativ nachzuforschen. Und wir haben uns für dieses spezielle Problem wieder einen hochkarätigen Interviewpartner besorgt. Er ist uns live aus Chichen Itza, der alten Maya-Stadt, in Mexiko zugeschaltet. Es ist nicht irgendwer, es ist der oberste Gott der Maya, es ist Kukulkan. Buenos dias, señores y señoritas. Sie sind Kukulkan. Sí, sí. Ich bin Kukulkan, die gefiederte Schlange. Tor, verdammt, du mit deiner blöden Schlangenphobie. Wo dann, was soll das? Och nö. Woran haben Sie mich denn erkannt? Also, und. Das ist jetzt Pech. Moment, jetzt fällt mir das erst auf. Hatten Sie Ihre Augenbinde nicht sonst über dem rechten Auge? Ja, das stimmt. Aber das ist eine lange Geschichte. Ach so. Ja dann. Die ich aber trotzdem in allen Einzelheiten erzählen möchte. Also, es war so. Wo dann? Danke, aber nein, danke. Kommen wir lieber zurück zu meiner Frage. Was soll das? Wo ist Kukulkan? Und warum sind Sie in Mexiko? Kukulkan ist nicht da. Der hat sich eine Auszeit genommen. Die Götter nehmen sich Auszeiten? Natürlich. Warum denn nicht? Gerade Kukulkan hat eine Auszeit nötig. Hängt das mit dem Weltuntergang am 21. Dezember 2012 zusammen? Ja, aber nicht so, wie Sie das jetzt denken. Kukulkan hat sich eine Auszeit genommen, weil er diesen ganzen Quatsch vom Weltuntergang nicht mehr hören kann. Der Kalender der Maya endet nicht. Es endet lediglich ein großer Zyklus.
Und nachdem dieser Zyklus beendet ist, beginnt ein neuer großer Zyklus zu laufen. Das ist alles. Und die Maya haben nicht gesagt, dass mit diesem Zyklus auch gleich die Welt endet? Nein, sowas hat niemand gesagt. Nicht die Maya, nicht die Inkas, nicht die Azteken, nicht die Olmeken, nicht die Zulu, nicht die Aborigines, nicht die Cree. Niemand. Kein altes Volk hat für den 21. Dezember 2012 den Weltuntergang vorausgesagt. Nicht mal Nostradamus hat für diesen Tag den Weltuntergang vorausgesagt. Fragen Sie ihn nur selbst. Komm her. Oh bitte, lassen Sie mich raus aus der ganzen Sache. Ich habe keine Zeit für diese Quatsch. Ich muss meine Quatrains beenden. Weltuntergang. So eine Merde. Da! Haben Sie es gehört? Alles Merde. Und Kukulkan hat gesagt, er kommt erst wieder, wenn das Datum vorbei ist und alle Weltuntergangspropheten in die Röhre schauen. So. Das ist doch mal eine eindeutige Aussage. Da sollen wir Götter noch schlau werden aus euch Sterblichen. Es gibt so viel Positives. Aber nein, ihr stürzt euch auf ein Datum, weil angeblich irgendwelche Menschen, die vor vielen Jahren in fremden Ländern gestorben sind, für diesen Tag den Weltuntergang vorausgesagt haben. Und dann sitzt ihr da und steht vor diesem Datum wie das Karnickel vor der Schlange. Thor, verdammt, wenn du das nochmal machst, dann nehme ich dir deinen Hammer weg. Ich darf also zusammenfassen, die Welt geht am 21. Dezember 2012 nicht unter und wir dürfen uns auf die Saison 2013 vom Europapark freuen. Genau. Man kann sich aber auch auf die Wintersaison 2012 freuen, die nicht, wie manche behaupten würden, wegen des Weltuntergangs abrupt am 21. Dezember 2012 endet, sondern erst am 6. Januar 2013. Allerdings fährt in der Weihnachtssaison Wodan Timbercoaster nicht. Also das ist noch ein Grund mehr, sich auf die Hauptsaison 2013 zu freuen. Schön, dass wir das geklärt haben. Danke, Wodan. Ach übrigens, Wodan? Ja? Ich würde Ihre Anwesenheit für die nächste Episode dieser Reihe benötigen. Meinen Sie, das lässt sich einrichten? Was? Also, da bin ich ja jetzt völlig überrascht. Also, egal. Sagen Sie mir wann und wo. Ich werde da sein. Ich gebe Ihnen Bescheid. Also, das war die heutige Episode. Etwas kurz, aber schmerzlos. Nicht für alle. Ja, wie dem auch sei, wer sich über noch mehr Fakten informieren will, warum die Welt am 21. Dezember 2012 nicht untergeht, dem sei diese Webseite hier empfohlen. www.2012faq.de. Da kriegt man Antworten auf alle Fragen, die so gestellt wurden. Und zwar wissenschaftliche Antworten. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.